Hallo alle zusammen, willkommen bei Cooking Friends. Heute mache ich Hühnerbrust mit Tomaten-Mozzarella-Füllung. Schmeckt saftig und sehr, sehr lecker. Das Rezept findet ihr sonst nochmal in unserer Infobox. Dann fangen wir mal an. Dazu benötigen wir 600 Gramm Hühnerbrust, Salz und Pfeffer nach Geschmack, eine Packung Mozzarella und 2 bis 3 Tomaten. Die Hühnerbrust erstmal in der Mitte aufschneiden, sorgfältig und langsam. Dann nehme ich mir Salz und Pfeffer. Dann alles schön einschmieren. Versuchen, dass es auch überall, also dass das Salz und Pfeffer überall ist sozusagen. Dazu nehme ich mir dann noch 3 Scheiben Tomaten und die Mozzarella. Dann einfach alles zusammenklappen und so sollte es dann auch aussehen. Ich habe jetzt alle 3 schon fertig, so sollten die aussehen. Ihr könnt egal welches Gewürz dafür benutzen, also was ihr so mögt. Jetzt nehme ich mir eine Pfanne, tue da etwas Öl rein und erhitze es. Sobald das Öl erhitzt ist, kommt dann da auch schon die Hühnerbrust rein. Von beiden Seiten anbraten. Jetzt drehe ich es um auf die andere Seite und dazu nehme ich mir dann noch einen Deckel und mache die Pfanne zu, damit das ein bisschen gart. Circa 10 Minuten mit dem Deckel erstmal drauf und dann kann man den Deckel auch abnehmen. Und so ist es auch schon fertig. So sieht es dann fertig aus. Dazu habe ich mir dann noch einen ganz normalen grünen Salat gemacht. Also was ihr auch mögt, natürlich könnt ihr da reintun. Ja, so sieht das auch schon ganz gut aus und hat auch sehr, sehr lecker geschmeckt. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Gebt uns unbedingt ein Feedback, wenn ihr das mal ausprobiert habt. Ich wünsche euch einen sehr, sehr guten Appetit.